Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Final Fantasy 13.2. Wir sind auf dem Weg nach Valhalla. Aber erstmal reden wir mit Chocolina. Chocolina! If there's anything I can do for you, just holler! Okay. Ich bin darauf versessen, neue Waffen zu kaufen, aber die hat nix. Ah! Meine Güte. Wo die ganzen Accessoires sind. Nicht wirklich hilfreich. Du kommst uns doch eh immer hinterher. Also wirst du den Ausgang auch schon finden. Okay. Lauf, Noel. Wenn ich dich krieg, dann kriegst du eine. Haben wir ihn hier. Ey. Ein Kaktor. Oh, das kann gefährlich werden. Stahlkaktor. Also wir sind max aufgelevelt. Für Brecher und Verteidiger. Ja, das Vieh macht nicht wirklich Schaden. Haben wir ihn vielleicht freigeschaltet? Ah, nein. Gar keine Gegenstände bekommen. Oh, war ein bisschen sinnlos. Was hier hinten? Was da oben? So eine riesige Ebene. Warum sollte ich jetzt noch folgen? Wow. Wir haben ja hier Viecher. Sollten wir mal gegen kämpfen. Tentakelpudding. Wow, drei davon. Sehr schön. Ich bleib dabei. Die Kamera ist wirklich ein bisschen zu nah am Geschehen dran. Wow. Der Kampf ist irgendwie herausfordernder, als ich gegen Kais gekämpft habe. Das war blöd. Hat mein Pudding gekillt. Machen wir jetzt fertig. Kann nicht wahr sein. Aber euer Freund. Sunny Pudding war mit euch verwandt. Einfach drauf, haben wir gleich. Na, daneben. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ja, ich muss noch wieder beleben, geht nie anders. Kommt eigentlich mit vollen AP? Ne. Kommt nicht mit vollen AP wieder. Aber jetzt ein bisschen drauf, das haben wir gleich. Komm, Noel, greif an. Ja, mir fehlt mein Dragon, dann merkt man. Jetzt aber. Sehr schön. Ja, ein bisschen stärker, die Viecher. Gut, meine Taktik war nicht wirklich super. Okay, hier oben ist wirklich gar nichts. Jetzt haben wir dann die riesige Ebene gemacht. Uns einfach wieder einen schmalen Weg geben können, wie in Final Fantasy 13. Ah, ich klatsche hier auch nochmal ein. Oh, die kleinen Viecher sind auch wieder dabei. Boom. Sehr schön. Mein Gott, dieses Dragona-Viech ist riesig. Da ist der Bogen weg. Okay. Hier runter. Wir haben Noel komplett verloren. Ne, da steht er. Ah, das Ding haben wir schon geholt. Oh, wieder ein Kaktor. Okay, den werden wir nicht los. Zwingen uns hier zu kämpfen, aber der steckt wirklich gar nichts weg und teilt auch wirklich gar nichts aus. Dieser riesige Kaktor auf dem Feld, der ist extrem. Ach ja. Da haben wir ihn doch. Können wir noch erinnern. 10.000 Nadeln, 100.000 Nadeln. Aua. Okay,
Schauen wir, was er kann, was er ist. Was ist er denn? Ein Brecher. Uiuiui. Wollen wir doch mal gucken. Gib dir mal ein bisschen was. Vielleicht bist du stärker als mein Dragoner. Okay. Nicht wirklich großer. Wirklich nicht wirklich großes Kristarium hier. Kaktus ist auch eher klein. Guck mal, wo wir hingehen müssen. Null kennt den Weg. Alles sieht so verdächtig aus. Da hinten in der Ecke könnte was sein. Was haben wir hier? Die Viecher. Ich gehe mal da hinten in die Ecke. Nee, da ist nichts. Gar nichts. Die Viecher, die rennen uns, glaube ich, hinterher, oder? Nein, die bleiben stehen. Nein, die rennen uns hinterher. Die sehen geil aus. Die machen so Nyang, 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 Nyang. Einfach nur super. Hey, auf uns zu grillen hier. Blasen wir euch jetzt ein mit dem Wind. Wieder der Bogen verschwunden. So, steht da ganz plastisch da. Start ins Nichts. Könnte ein Bug sein. Oh ja, diese Puddingviecher. Da hinten war ich aber auch noch nicht. Riesige Ebene, riesig. Grenzland. Was ihr seid, lasst mich in Ruhe. Was haben wir denn hier? Hä? Eine leuchtende Brücke, über die ich nicht gehen kann. Was zum Teufel? Ah, komische Sache. Okay, wo ist Noel nochmal? Oh, jetzt muss ich erstmal gegen die Viecher kämpfen. Denn die rennen einen immer hinterher. Stecken wir mal nichts weg. Geht schnell. Boom. Okay. Weiter? Hier weiter, denke ich mal. Ha, weiter als Noel. Ach, warum spawnen denn neuerdings immer die? Ha, entkommen. Weiß nicht, ob ich aufleveln sollte. Gucken, wie viel ich habe. Kassarium. 3000, oh. You know, Sarah. I gotta thank you for not forgetting about me. You're the reason we've made it this far. Come on, Noel. You're not just the future boy anymore. You're a part of my time period as well now. Genau. Oh, so weit laufen. Ich will zum Portal. Passiert gar nichts. Irgendwie ist Noel weg. Ja. Hier waren wir aber auch schon mal, ja. Genau, habe ich das Item geholt. Hier war ja alles dunkel, so war das. Da haben wir ihn doch. Oh, da haben wir einen schief gehabt. Ah, hier muss irgendwo gleich ein Portal sein nach Valhalla oder so.
Das macht komische Geräusche hier. Das heißt, die schwirrt was rum. Hä? Wie komme ich denn da dran? Einfach reinspringen? Wäre zu einfach, ne? Ja, wir erforschen jetzt nochmal ein bisschen die Gegend. Ich werde es wahrscheinlich nicht finden, aber... Ich kann es ja mal versuchen. Muss garantiert von außen irgendwo gehen. Nochmal Chocolina. Er hat eh nichts Neues, also... Brauche ich gar nicht zu gucken. Ah. Kommt mir das Viech hinterher? Kann ja nicht wahr sein. Gib erstmal ins Gesicht. Ich muss wirklich sagen, die Kämpfe sind wirklich einfacher geworden. Viel einfacher. Final Fantasy 13 war viel schwerer. Ich kann nicht glauben, dass ich schon fast alles hier aufgelevelt habe. Ich habe eigentlich alles aufgelevelt bei Brecher und Verheerer. Ja. Finde ich ein bisschen komisch. Sollte nicht so sein. Dein Schwert war's. Ah, lass mich in Ruhe. Na schön. Hier lang. Ah, irgendwo muss es hier doch was geben. Hey. Da haben wir das Portal. Hundertprozentig. Ja, Noel rennt da auch schon hin. Da oben schwirrte noch irgendein Schatz. Jep. Ja. Müssen wir kämpfen, können wir nichts machen. Strigoi. Toller Name. Teilt er wenigstens aus? Nee. Manche normalen Gegnerkämpfe sind stärker als Bosskämpfe. Das ist ehrlich gesagt total langweilig. Ich sitze nur so und hau die einfach platt. Drück einen Knopf. Hätten die sich schon ein bisschen mehr ausdenken sollen. Wo geht's denn hier weiter? Hier kam ich hundertprozentig her. Du rennst mir hinterher, du Viech. Ich finde auch den Eingang nicht. Da muss es irgendwie unterirdisch dahin gehen oder so. Keine Ahnung. Schon komisch. Was ist denn da unten? Kann man da überhaupt lang gehen, ist die Frage. Das schwirrt ja nur. Ne, ich glaube gar nicht. Man kann gar nicht unterirdisch da hingehen. Na gut, dann werfen wir einfach Mock rein. Wollen wir mal die Gegend erforschen. Ich frage mich, warum Mock eigentlich so durchsichtig ist und nicht wirklich da ist. Ja, toll. Oh. Das hatte ich das ganze Spiel über nicht. Und weg. Das Vieh greift aber auch nicht an in der Zeit, ne? Warum auch? Okay.
Kann ich Mock gar nicht werfen? Nein. Ist ja blöd.